Sie gehören zur Tradition beim Dreikönigstreffen der FDP, die Sternsinger. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melch und Balthasar. Nie war dieser Segenswunsch dringender für die Freien Demokraten. 2017 soll Erlösung bringen, Ende der parlamentarischen Auszeit, zu der die Wähler die FDP vor 3,5 Jahren verurteilt hatten. Ihre Botschaft heute: Wir haben uns erneuert, aber wir sind uns treu geblieben. Auch in unserer bittersten und dunkelsten Stunde haben wir uns nicht verführen lassen, nach links abzubiegen zur Gefälligkeit oder nach rechts zur Garstigkeit, um den Rechtspopulisten nachzulaufen. Die Freien Demokraten haben Charakter bewiesen und deshalb sind wir bereit für 2017. Dreikönig, Start in ein Wahljahr, zentrales Thema wohl Terror und innere Sicherheit. Die FDP stehe für freiheitliche Politik, sagt Lindner, nicht aber für einen schwachen Staat. Mehr Videoüberwachung, wie von Unionspolitikern gefordert, helfe kaum. Also Totalüberwachung, flächendeckende Videoüberwachung von uns Bürgern, ja, aber 500 Gefährder, sagen die Behörden, die können wir nicht überwachen. Da hätte ich mir den Satz von Frau Merkel gewünscht, wir schaffen das. Zum ersten Mal beim Dreikönigstreffen Wolfgang Kubicki. Der Wahlkämpfer aus Kiel, bisher oft in ironischer Distanz zur Bundespartei, hat die Innen- und Rechtspolitik zu seinem Thema gemacht. Seitenhieb Richtung Grüne. Wer der Polizei Rassismus vorwirft, wer erklärt, mit Flüchtlingen muss man anders umgehen als mit anderen Menschen, weil sie ja ohnehin schon beladen sind, der verkennt, dass der Rechtsstaat für alle gleich ist oder er wird willkürlich. Und deshalb noch einmal: Die Gesetze durchsetzen ist das Credo der Freien Demokraten. Schärfere Gesetze brauchen wir nicht. Was nützen sie denn, wenn die bestehenden Gesetze schon nicht ordentlich angewandt werden? Die Fahndungspannen im Fall Amri müsse ein Untersuchungsausschuss aufklären, fordert Lindner. Die Sicherheitsbehörden müssten besser zusammenarbeiten. Angstmacherei jedoch helfe nicht. Die FDP wolle ein mutiges Deutschland. Wir wissen auch, dass den Menschen vieles über den Kopf wächst. Aber dann muss man sich jedem präsentieren als jemand, der den Menschen zuhört, aber ihnen auch sagt, was sie wissen müssen. Den Rechtsstaat durchzusetzen, aber nicht Hass und Intoleranz zu schüren. Das ist unsere Linie und die lässt sich sehr gut durchhalten, die lässt sich auch vermitteln. Ich glaube, wenn wir diesen Weg konsequent so weitergehen und dieses auch geschlossen vertreten, dass wir quasi nicht angreifbar sind. Ein weiter Weg noch für die Freien Demokraten. 3 Landtagswahlen und ein harter Wahlkampf im Bund. Leicht wird das nicht. Und wenn die FDP es im September wieder nicht schafft, dürfte es um diese Partei wohl geschehen sein.